Marc Rieder, die Reaktion ist quasi eine Tourhöhe, kann man sagen. Ist auf 4 Niederlagen bis jetzt. Aber das Tourhöhe muss eigentlich ja anheben bis zum Ende. Jetzt, die sind zwar nicht der Coach, aber trotzdem in sportlicher Führung natürlich. Was machen wir da? Das macht vielleicht auch der Coaching-Staff, damit wir das Niveau so haben kann und eben über die nächsten Spiele bis zum nächsten kann durchziehen. Bescheiden bleiben. Bescheidenheit ist eine Tugend. Das ist ganz klar das, was im Fokus steht. Oder? Wir müssen das machen, was uns stark macht. Jeder oben mit Leidenschaft spielen. Jedes Spiel wollen gewinnen und genau so weitermachen. Jetzt hat er jetzt auch aber auch wieder viele Verletzte. Plus eben auf Playoffs her. Was ist da am Sportchef seine Aufgabe momentan? Du beobachtest, ist er viel am Reden mit anderen Sportchefs? Wie muss man sich das vorstellen? Also meine Aufgabe ist, dass wir genug Spieler auf dem Matchblatt haben. Aber wir können uns sicher einander gegenseitig aushelfen. Ligaübergreifend meistens natürlich mit B-Lizenz. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison, weil es hat überall in anderen Mannschaften auch viele Verletzte. Momentan ist die Zeit der Solidarität, wir helfen einander. Und wenn Not am Mann ist, finden wir sicher irgendjemanden netten Sportchef, der auch mehr als die Alten aushilft. Für den Ausländer ist es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Man muss einen haben oder einen dritten, den man vielleicht bis eine Saison behalten. Wie sieht es dort aus? Warum ist es vielleicht noch nicht möglich, bis jetzt einen Ersatz für Jon Knelsen, der noch länger ausfällt, können zu finden oder schon zu engagieren? Ja, noch nicht möglich. Ich meine, wir sind dran. Es ist nicht immer ganz einfach, einen von heute auf morgen Leute in die Schweiz holen, weil wir einfach aktuell keine Optionen haben in der Schweiz. Wir kommen niemand rüber von einem National League Team mit B-Lizenz, wo man kurzfristig könnte auslehnen. Darum geht es alles ein bisschen länger. Man muss jetzt mittlerweile die Spieler von anderen Teams rausholen. Es müssen dort Verträge aufgelöst werden. Es hat alles ein bisschen die Vorlaufzeit, die es braucht. Und da sind wir momentan aber auf einem guten Weg. Merci vielmals. Bitte.